Willkommen bei der Food Show und willkommen Ben & Jerry's Slices Run the Tough. Das Ben & Jerry's ist ein neues Ben & Jerry's, was es aus Amerika hierher geschafft hat. Da gab es das in einer Sonderedition für eine amerikanische Late-Night-Sendung. Wurde für Deutschland nochmal ein bisschen verändert, aber das ist das Gute. Das Gute habe ich selbst gekauft, gibt es momentan an Tankstellen und Kioskläden. Liegt, glaube ich, bei 2 Euro oder 2,40 Euro. Bin mir gar nicht mehr sicher, was ich bezahlt habe. 2 Euro war es in dem Dreh. Das ist ein Karamell-Eiscreme-Schokoladen-Eis. Also Karamell-Eiscreme mit Schokoladensoße, kann man besser sagen. Da drin sind noch Cookie-Teig-Stückchen, umhüllt von einer kakaohaltigen Fettglasur. Und Kekskrümel sind noch oben drauf, aber ganz kleiner Teil nur. Kalorienmäßig liegt der hier bei 281 pro Slice, also pro komplettes Ding, 231. Auf 100 Gramm habt ihr 356 und auf 100 Milliliter gesehen habt ihr 317 Kalorien. Aber wie sieht das gute Ding von innen aus? Das zeige ich euch jetzt wieder in der neuen Großaufnahme, die ich ja mit eingeführt habe. Und danach schauen wir uns an, wie das gute Stück schmeckt. Also schauen wir mal uns an, wie das Ben & Jerry's Slices ausschaut. So, und da seht ihr die Slices. Entschuldigt hier den Fingerabdruck, den konnte ich jetzt leider nicht vermeiden. Das ist also ein Ben & Jerry's Slices in dieser Version. Ihr seht also hier die Eiscreme natürlich ganz normal. Hier die Peanut Butter Chunks, also diese Cookie-Taft-Stückchen mit Peanut Butter Geschmack. Die sind in denen, glaube ich, ganz gut verteilt. Ich hatte schon eine Version, da war schlechter verteilt. Und seht hier auch diese kleinen Stückchen. Diese Stückchen ist der Keksteig, der oben mit drin ist, oder diese Kekssachen, damit es ein bisschen crunchier ist. Aber das ist das komplette Eis. Also wie ihr seht, gut durchgeschnitten. Ich zeige es euch jetzt nochmal in der Großaufnahme. Großaufnahme habe ich ja gerade gemacht, sage ich ja schon. Nochmal in der Version, wie es mir halt schmeckt. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja, das war das schöne Slices. Sieht ganz geil aus, ne, beim ersten Blick. Ich hatte ja eine Version, das hatte ich, glaube ich, grob mit erwähnt gerade schon, wo die Keksstückchen für die Peanut Butter nie so gut verteilt waren. Mal gucken, ob die Version jetzt besser ist. Wir tun das jetzt wieder in meinen Gefrierbeutel und ich hole jetzt mal eins des Slices raus. Ich muss das nämlich immer zwischenkühlen, weil es ist natürlich Eis. Eis ist immer ein bisschen schwieriger zu zeigen. Also, das Slices habt ihr gerade gesehen. Das war das gute Stück. Das ist jetzt eins von den Hälften. Die andere Hälfte lasse ich jetzt noch gerade hier im Beutel. Aber ihr habt den Swirl gesehen, die Chunks. Und wir gucken mal, wie es geschmacklich ist. Das erste Mal, wo ich es probiert hatte in Hamburg, hat es mich nicht ganz überzeugt, weil ich es schade finde, dass es auch eine Kakao-Fettglasur ist und keine richtige Schokolade. Aber wir gucken mal, ob es geschmacklich jetzt besser geworden ist für mich. Was man Ben & Jerry's typisch vermisst, ist, dass die Schokolade, oder besser gesagt das Eis, schon sehr weich ist im Verhältnis. Hier schmeckt es, muss man sagen, das liegt wirklich an der Erdnussbutter. Jetzt muss ich auch, dass es mir in den Beutel nicht abhaut. An den Erdnussbutter-Chunks. Ich hatte jetzt gerade auch Glück beim Reinbeißen. Das war nämlich das, was ich damals nicht hatte. Ich hatte damals drei kleine Erdnussbutter-Stückchen mit drin. Und das im ganzen Eis. Und das ist jetzt so ein rundes Ding. Also, da hast du drei Stück im ganzen Eis. Jetzt hatte ich gerade zwei Stück auf einmal. Wenn ich jetzt wieder beißen würde. Eins. Zwei. Also auch beim zweiten Mal zwei Stück. Und da habe ich wohl ein B-Ware-Produkt letztes Mal erwischt. Das hier schmeckt. Also kann man sich echt mal holen, wenn man Bock hat auf so ein großes Stück Eis. Einziger Haken an der Geschichte ist, ihr müsst es eigentlich aus der Tüte essen. Weil, wenn es in den Händen hält, schmilzt es halt extrem schnell. Und dann habt ihr nämlich den Salat. Und jetzt seht ihr hier. Und jetzt haut er mir auch schnell weg. Und schon wieder Erdnussbutter. Er hat jetzt aber schon 6 oder 7 Erdnussbutter in einer Hälfte. Hier seht ihr diese kleine Erdnussbutter-Chunks. Und muss auch sagen, ohne diese wäre das Eis, glaube ich, eine Enttäuschung. Es reicht ja echt die Erdnussbutter raus. Wenn ihr also Erdnussbutter-Fans seid, hoffe ich, dass ihr kein Montagsmodell erwischt, so wie ich in Hamburg. Ich saue mich hier gerade komplett ein. Also wie gesagt, esst es bitte aus der Hülle. Ich muss mir jetzt einmal kurz die Finger ablecken. Das ist ein leckeres Eis. Ach, schon wieder Erdnussbutter, aber noch eins. Mann, Mann, Mann. Ich habe echt ein schlechtes Modell erwischt letztes Mal. Kriegt von mir eine 7 von 10, weil mir fehlt dieses typische Ben & Jerry. Also da fehlt noch so ein gewisser Kick.
Und diese Festigkeit vom Eis fehlt mir so ein bisschen. Ich mag es zwar, wenn Eis nicht immer zu fest ist, aber Ben & Jerry's erwarte ich das etwas festere Eis. Es ist gut gelungen. Probiert es aus. Tankstellen und Kioskläden bekommt ihr es. Bald auch im Supermarkt. Dauert nur noch ein bisschen. Und ich sage jetzt, ciao, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal. Freue ich mich, wenn wir hier noch weiter wachsen. Schreibt in die Kommentare. Schreibt auf Instagram. Schreibt auf Facebook. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, euer Bob.